Zunächst einmal zu meiner Person. Wie Sie sehen, der schwierige Name Fritschewski, meiner. Dirk, der Vorname etwas einfacher. Ich bin seit vielen Jahren im Bereich des Devisenmarktes unterwegs, also Direct FX Trading. Wer mich vielleicht von den ein oder anderen Veranstaltungen von Active Trades kennt, auf der MEOT, auf den Börsentagen und was es auch immer alles noch für Veranstaltungen gibt, auch teilweise Seminare. Und wer beispielsweise auch diverse andere Webinare vielleicht schon mal gehört hat, also dort zum Beispiel, aber auch auf Guidance zu finden. Aus dieser Präsi, kurz bei diesem Thema, gehen wir an dieser Stelle ganz kurz mal raus. 1, 2 Sekündchen Werbung darf noch erlaubt sein. An der Stelle, ich hatte es ja eben hier auch gerade eingegeben, ne? Zum Beispiel, wer diverse Marktgeschichten da finden will von mir, der findet diese beispielsweise hier im Bereich der Twitter-Plattform, wo ich seit vielen, vielen Jahren, genau zu sein, seit 2009 aktiv bin, oder zum Beispiel auch auf der Plattform Guidance. Wer das nicht kennt, der findet dort derzeit Free Setups, beispielsweise in verschiedenen Währungspaaren, teilweise auch mit diesem Ansatz, den wir heute ein Stück weit hier näher uns erarbeiten wollen. Natürlich nicht zu vergessen, an der Stelle erwähnt, alle diese Informationen, die ich Ihnen auch hier gebe, zum Beispiel auch zum Thema Swaps, die später interessant sein werden, finden Sie auf der Seite des Brokers. Das heißt also, Sie finden auf dieser Seite nicht nur Schulungen, Webinare aufgezeichnet und so weiter, sondern auch in den Bereichen Märkte die Übersichten, wo Sie runtergehen, beispielsweise im Bereich der Forex-Übersicht, sehen Sie Forex-Handel-Swaps. Sie sehen also genau, welche Währungspaare sind dann beispielsweise pro Zins, also mit dem Zins, wenn wir spekulieren, wenn wir short oder long sind, oder gegen den Zins, je nachdem, welche Währungspaare wir wählen. Das gucken wir uns dann natürlich auch gegebenenfalls noch alles an. Dann starten wir dann mal in die Richtung der Präsentation. An der Stelle steigen wir da noch ein. Wichtig, wie überall bei jeder Präsentation, kann ich Sie auch nicht vor schützen, die Risikowarnung gehört dazu. Kann man sich alles in Ruhe durchlesen, dauert ewig. In der Zeit werde ich einfach Ihnen auch noch dazu was erzählen. Es geht hauptsächlich darum, dass Ihnen bitte auch klar ist, das wissen Sie hoffentlich auch, dass das hier kein Festgeld-Account ist, den Sie da irgendwie eröffnen oder haben, dass es nicht irgendwie eine Anleihe ist, eine Bundesanleihe, in die Sie da investieren, sondern dass es letzten Endes hier um derivative Finanzinstrumente sich handelt. Auf der einen Seite sind es natürlich beträchtliche Gewinnchancen, die locken, auf der anderen Seite gibt es beträchtliche Verlustrisiken. Man sollte also auf keinen Fall mit dem Geld spekulieren, dessen Verlust man sich nicht leisten kann. Sehr wichtig. Und vor allen Dingen auch der letzte Satz, der mittlere Satz in den Bereichen zum Beispiel, wenn Sie einen unabhängigen Bankberater finden und konsultieren, dann tun Sie das bitte, wenn Sie es können. Obendrein scheint es auch nicht zu schaden, wenn man den einen oder anderen mal fragt im Bereich der Steuern. Also ein Steuerberater sollte es dazu was zu versteuern geben. Ist auch wichtig. Active Trades selbst ist reguliert, ist seit 2001 am Markt, was nicht gerade kurz ist. Früher in der Schweiz, dann nach London relativ schnell gegangen. Ich selbst war in London dort, habe mir das angeschaut. Thomas More Square, keine schlechte Adresse. Super Büros, nicht gerade zwei Manneken, die da arbeiten, sondern mehr als 100, deutlich. Insgesamt also ein solides Geschäft, was da abläuft. Und damit wollen wir es in dieser Werbephase dann erstmal damit belassen und gucken uns mal die aktuelle Marktphase an. Was hat denn das zum Geier mit Carry Trades zu tun, werden Sie jetzt denken? Jetzt zeigt er uns was mit DAX, Dow Jones und so weiter. Carry Trades sind nicht nur Intra-FX zu sehen, sondern Sie müssen sich das einmal vorstellen, dass Sie auch Carry Trades anwenden können. Beispielsweise, Sie sind ja hier in Euroland, nehmen Ihre Euros virtuell und schieben die in irgendeinen US-Markt rein. Dow Jones, Nasdaq 100, auch wenn Sie einen ETF kaufen. Mal ganz abhängig davon der Plattform. Dann kaufen Sie sich in den US-Dollar ein. Das bedeutet, dass Sie neben dem Investment oder dem Trading, die Sie in den Dow Jones oder irgendwelchen US-Indizes eingehen, neben diesem Kursrisiko auch noch ein Währungsrisiko sich dazu einkaufen. Denn Sie sind momentan dann in der Phase, wo Sie sich in den US-Dollar einkaufen. Das ist übrigens das Gleiche, wenn Sie sich in WTI Crude, also in Öl, oder irgendeinen anderen Rohstoff einkaufen. Rohstoffe sind Dollarmärkte. Sie als Euroanleger gehen in den Dollar rein. Sie investieren in den Dollar. Das heißt also, wenn Sie hier eine Performance von 5,79% sehen, dann ist das die US-Dollar-Performance, nicht die Euro-Performance. Das muss Ihnen klar sein. Beispiel aus der Erinnerung noch, Sie haben am 01.01.2017 in Gold investiert und sind am 31.12., sofern das an dem Tag möglich war zu handeln, wieder raus aus Gold. Die Performance in US-Dollar für Gold sah in 2017 richtig schön aus.
Wissen Sie, wie die Performance bei dem Goldpreis in Euro war? Ganze 2 Dollar. Ganze 2 Dollar Kursunterschied. Mickrig, absolut mickrig. Wie gesagt, in US-Dollar war die Performance super, sah schön aus. Ja? Also das hat auch etwas damit zu tun. Wenn Sie sich mit Carry Trades auseinandersetzen, gucken Sie sich, welche Währungspaare nehme ich denn da? Welche Währungsräume nehme ich? In welche Richtung arbeite ich mich denn überhaupt vor? Beispielsweise, bin ich eher der Spezialist, der sich damit in Ländern wie USA auskennt? Oder bin ich jemand, der sich vielleicht in den Skandis auskennt, sprich Norwegen, Schweden und so weiter? Bin ich vielleicht selber Schwede? Gibt es ja auch genügend. Gibt es zum Beispiel genügend Amerikaner natürlich, 330 Millionen, um genau zu sein. Oder auch andere Länder, wo man sich vielleicht reinarbeiten will oder wo man das vom Background alles mehr hinkriegt. Ja? All das kann auch noch eine Rolle spielen. Und wenn Sie sich dann beispielsweise in das Thema reingearbeitet haben und sagen, mein Währungspaar ist Euro-Dollar, damit kenne ich mich aus, da weiß ich, wie das ungefähr tickt und ich weiß auch ungefähr, wie die Zinsunterschiede so sich ungefähr entwickeln könnten. Ja? Und dann können Sie solche Carry Trades abbilden. Wer kann sich vorstellen, was beispielsweise beim Währungspaar Euro-Dollar, wo das gute Zeiten für uns waren, wenn man Carry Trade gemacht hat? Ganz ehrlich, wir sind mittendrin gewesen. 2018, ein hervorragendes Jahr für einen Carry Trade im Euro-US-Dollar. Warum? Nun, ganz einfach, Sie haben am 16. Februar 2018 einen Euro-Dollar-Stand gehabt von 1,2556, um exakt zu sein. Und zwischenzeitlich, wie Sie wissen, sind wir abgesunken bis zum 20. November auf 1,1215. Das ist ein Haufen Holz an Pips, die da in der Zwischenzeit runtergeflossen sind. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, natürlich werden Sie nie den Perfect Entry finden. Den gibt es nicht. Den Perfect Entry werden wir alle nicht super finden. Aber wir werden ihn dort finden, wo beispielsweise der Markt uns eine Gelegenheit gibt. Wir sind quasi wie Stalker, wie Katzen, die irgendwo liegen und darauf lauern, nicht purer Aktionismus, sondern darauf lauern, dass irgendwo ein Trade uns quasi vor die Nase gelegt wird. So wie eine Katze da liegt und plötzlich kommt die Maus. Und dann schnappen Sie erst zu. Dann traden Sie. Dann bilden Sie eine Position, was immer Sie vorhaben. Aber nicht aus purem Aktionismus. Die meisten Accounts werden geplättet aus purem Aktionismus, dass man traden müsste. Sie müssen alle nicht traden. Keiner sagt Ihnen, dass Sie traden müssen. Es gibt keinen Head of Trading, der Ihnen sagt, Sie müssen an diesem Tag so und so viel traden. Sie müssen an diesem Tag so und so viel Kontrakte schieben und hin und her schieben für die Bank. Müssen Sie alles nicht. Sie sind da frei. Gut, was machen wir? Wir gucken uns einen Währungsraum an. Wir bleiben jetzt mal bei unserem Euro-Dollar-Beispiel. Alles andere würde zu weit führen. Wir gucken also so Projektionen an. Wir gucken uns wichtige Projektionen an, die Währungsräume beeinflussen. Welche Projektionen sind das? Es sind BIP-Projektionen. Es sind sogenannte Arbeitsmarktprojektionen. Es sind Inflationsprojektionen. Das sind mit die wichtigsten überhaupt, Inflationsprojektionen, weil die letzten Endes dafür zuständig sind, wo wird sich der Zins möglicherweise hinentwickeln. Nur aufgrund von Inflationstendenzen und aufgrund von Inflationsentwicklungen bewegen wir uns überhaupt mit einem Zins in eine gewisse Richtung. Schade, dass Herr Draghi das nicht laut hört. Ja, weil in der Eurozone ist der Inflationsbereich zwischen 2,1 gewesen, teilweise mal drüber, wieder mal drunter, 1,8 und so weiter. Wir schwanken also jedenfalls um die 2 rum, was eigentlich als offizielles Inflationsziel der EZB ausgegeben wurde, um zu agieren. Aber porca miseria, gucken Sie nach Rom, dann wissen Sie, was los ist. Ja. Das wird wohl dann dementsprechend bis September 2019 dauern, bis man uns hinhält und uns dann sagt, wir erhöhen mal um 0,10%. Das ist so die Tendenz. Auch genau das haben wir in Zinsentwicklungen, Zinsprojektionen. Übrigens, alles für Sie frei. Die ganzen Daten sind frei. Sie können das alles anschauen. Federalreserve.com. EZB.com, Norschbank.com, Riksbank SE, überall die Zentralbanken, alles Seiten, wo Sie alles finden, Inflationsberichte, BIP-Projektionen für den jeweiligen Währungsraum. Nichts, aber auch gar nichts müssen Sie bezahlen. Sie brauchen kein überteuertes Bloomberg-Terminal, auch kein Thomson Reuters oder sonst was dazu. Gar nichts brauchen Sie. Sie brauchen nur mal sich zurücklehnen und mal so ein bisschen auch volkswirtschaftliches Research sich durchlesen und gucken, in welche Richtung bewegen wir uns denn da. Und wo sind da beispielsweise unsere möglichen nächsten Setups. Wir sehen also eine Entwicklung bei den USA jetzt schon in den letzten Monaten, eigentlich schon seit dem Jahr 2016 Ende, wo das auch immer Stück für Stück hochgeht.
Also aus dem sogenannten Quantitative Easing wurde bei den USA schon lange ein Quantitative Tightening. Ja? Und mittlerweile, was den Weltmarkt angeht, ist aus dem Quantitative Tightening ein sogenanntes Frightening geworden. Weil dieses ist mittlerweile dafür verantwortlich, dass alle möglichen EM-Währungen, Emerging Markets-Währungen, platt gehen. Türkische Lira, argentinischer Peso, was auch immer, wie viele Beispiele es gibt. Auch übrigens der chinesische Yuan, der hat da auch ein paar andere Voraussetzungen zwar, warum das jetzt so gelaufen ist, aber das hat alles zu tun mit dem Zins. Weil Kapital bewegt sich dahin, wo der Zins höher ist und wo es vermeintlich sicherer ist und liquider ist. Und egal, wie viel Schulden die USA auch haben, es ist der liquideste Markt der Welt. Es gibt keine andere Möglichkeit für einen Multi-Milliarden-Staatsfonds oder sonst was, seine Gelder so genial schnell hin und her zu schieben wie in dem US-Kapitalmarkt. Finden Sie nirgendwo auf der Welt. Staatsanleihen, perfekt. Dollar, perfekt. Das sind alles Dollarmärkte. Aufgrund der Projektionen, die ich Ihnen jetzt hier von der Federal Reserve zeige, wo wir hier die Zinsentwicklung haben, 2 bis 2,5, sogar bis in Richtung Q2 2019, sofern man soweit Projektionen teilweise auch noch erledigen kann. Wir werden sehen, wie schnell die das noch weiter erhöhen können. Bald werden sie stoppen müssen. Sehen wir bei der EZB hier die 0,00. Und wie Sie unschwer erkennen können, Q2 2019 00 minus 0,40 ist übrigens der Einlagezins, haben Sie hier auch auf absehbare Zeit keine Zinsanhebung. Das Erste, was passieren wird, ja, das mache ich mal hier einfach so, das Erste, was passieren wird, ist, dass man diesen Einlagezins, diesen negativen Einlagezins, ein Stück weit anheben wird. Da wird man dann anfangen, minus 0,4, minus 0,3, minus 0,2. Vielleicht sind wir, wenn wir glücklich sind, im November 2019 bei minus 0,1 oder vielleicht bei 0. Aber der Leitzins selbst, der bleibt erstmal wahrscheinlich noch eine ganze Weile so. Und das, was auch bleiben wird, ist übrigens die sogenannten LTROs, TLTROs, also Targeted Long-Term Refinancing Operations. Das ist nämlich schön für die Banken, 0,0 Zins, greife ich ab. Schöne Sache. Wird auch weiter so laufen. Weil sonst sind sie alle platt. Italien an erster Reihe. Termine finden Sie. Sie finden alle Termine von den Zentralbanken, von der FOMC, also Federal Reserve, Runterzugs bis auf die anderen Zentralbanken. Und Sie finden vor allen Dingen auch noch ein paar relevante Themen, die da reinspielen, die etwas verschieben können. Was zum Beispiel jetzt als Nächstes uns bevorsteht, ist hier G20-Treffen. Und im Rahmen des G20-Treffens treffen sich zwei Herren, die wieder für die nächste Marktbereinigung nochmals verantwortlich sein werden, Mr. Trump und Mr. Xi, die sich im Vorfeld des G20-Treffens da ein bisschen duellieren mit Worten, was auch immer. Ja? Jedenfalls im Endeffekt wird es auf etwas hinauslaufen, was wahrscheinlich doch nicht auf eine perfekte Lösung münzt, weil letzten Endes es geht um Geld, es geht um nichts anderes, um Geld, um hier horrende Defizite, die USA mit China haben. Und es geht vor allen Dingen um eins, es geht um Geostrategie. Um nichts anderes geht es in dieser ganzen Kiste. Ja, da sind die USA, das ist die Weltmacht. Und ganz ehrlich, die haben keine Lust darauf, Nummer zwei zu werden. Darum geht es einfach nur. Und das ist der Punkt. Und ob man ihn mag oder nicht, Herr Trump in der Regierung geht das Thema volle Lotte an. Ob das diplomatisch ist, ist eine andere Frage. Aber er geht es zumindest an, weil er hat keine Lust, verwiesen zu werden auf die Nummer zwei. Das sind übrigens auch genau dann Länder, die dabei sind, wo wir Carry-Trade-Szenarien sehen. Es sind die klassischen Carry-Trade-Szenarien früher gewesen, Japan, dann Australien und Neuseeland mit höher verzinslichen. Das fängt auch langsam wieder an. Es dauert diesmal länger, aber es fängt auch langsam wieder an, interessant zu werden. Und vor allen Dingen auch ein klassischer, der US-Dollar gegen den japanischen Yen. Das ist der wahre Carry Trade, eigentlich schon seit ziemlich langer Zeit. Sie haben also eine Niedrigzinswährung, übrigens der Euro auch. Japan minus 0,10 Leitzins. USA 2,0 bis 2,25, das ist ein Zinsband. Also netter Zinsunterschied. Was macht man? Man nimmt ein paar Milliarden, so quasi wie das die Großen machen, im japanischen Yen auf. Man schiebt quasi, eigentlich wollte ich hier auch was zeichnen, aber ich mache es mit der Folie. Man schiebt quasi die Multimilliarden dann von dem japanischen Yen dann in den US-Dollar. Und was macht man? Pro Nacht, pro Overnight kassiert man Zins, weil man nämlich gegen den Yen mit dem Dollar, also Long Dollar ist. Und der Dollar generiert uns Swap, Overnight, jedes Mal Zins. Problem ist nur der Entry.
wie jeder große Hedgefonds, wie jeder große Staatsfonds, müssen Sie das Timing finden, wann Sie in so einen Markt reingehen. Es sind so Timing-Sachen gewesen, wie zum Beispiel diese Februar-März-Geschichte, wo man im Euro-Dollar wirklich hervorragende Steilvorlagen bekommen hatte, weil es war abzusehen, dass das in den USA bald richtig losgeht mit Zinserhöhungen und dass das dementsprechend den Euro schlecht ausgeht. Parameter, die Sie für sich selbst anhand von Stichworten einfach mal auf sich wirken lassen, die Sie alle mit reinziehen. Das sind alles das sind alles volkswirtschaftliche Themen, zumindest im ersten Teil des Bereiches hier, die ich Ihnen schon ein Stück weit genannt habe. Inflationsprojektionen als wichtiges und auch die jeweiligen Leitzinsprojektionen. Dann schauen Sie sich natürlich Ihre jeweiligen Währungspaare an, in welche Richtung Sie gegebenenfalls auch auf den Swap achten, dass Sie mit dem Swap, also mit dem Zins handeln. Kann natürlich auch Sinn machen, hin und wieder mal gegen den Zins zu operieren, wenn er nicht so hoch ist, der Unterschied. Und dann gucken Sie sich verschiedene Sentiment-Daten an. Commitment of Traders Report, wer hat das schon mal gehört? Gut. Also quasi, dass man sieht, wie auch übrigens aktuell gerade wie am Aktienmarkt, wenn das Sentiment bearish ist ohne Ende, muss man schon mal so langsam Hallo schreien. Könnte ja vielleicht mal interessant sein, so langsam auch mal in die Gegenrichtung wieder zu gehen. Ja, und so ist es auch bei Währungspaaren. Welche Währungspaare sind für uns interessant? Wir nehmen Währungspaare, die liquide sind, ultraliquide. Liquidität ist des Traders Freund. Je liquider ein Handelsgut ist, desto günstiger ist es für uns. Es ist umso günstiger, rein und rauszukommen. Die Spreads sind minimal. Das ist bei allen Handelsgütern, die Sie an der Börse finden, ist das der Fall. Wenn Sie beispielsweise eine Aktie haben, ja, irgend so eine Mine, irgend so ein Schwachsinn, ja, die 70 oder 7 Cent an der Börse kostet, ja, und dann haben Sie einen Spread, der ist so groß wie ein Scheunentor von 10% oder so, dann fragen Sie sich auch, bin ich bescheuert, sowas kaufe ich doch nicht. Ja. Da komme ich ja nie mehr wieder raus. So, und das ist beim Euro-Dollar halt ein bisschen anders. Sie zahlen nur den minimalen Spread und genauso auch bei anderen Währungspaaren gucken Sie ganz genau drauf, wo gehe ich rein, wie hoch ist mein Spread, komme ich immer jederzeit wieder raus. Und das ist beim Forex-Markt halt eben das Geniale daran. Der ist von sonntags 23 Uhr bis freitags 22 Uhr offen. Sie können volle Lotte da die ganze Nacht von mir aus auch sogar Systeme laufen lassen oder selber handeln. Können Sie alles machen. Sind Sie komplett frei von. Sie können das immer beobachten, Sie können das immer von der ganzen Welt irgendwo drauf zugreifen, es ist perfekt. Und vor allen Dingen das Schöne daran ist, dass Sie in einem Markt sind, der 5 Billionen überschreitet pro Daily Turnover. Das heißt also, täglich werden über 5 Billionen US-Dollar um die Welt geschickt. Das ist nicht mal so ein Markt, den Sie da mit irgendeinem Börsenbrief da in irgendeine Richtung schieben. Ja, das passiert nicht. Das passiert einfach nicht. Der Einzige, der das manipuliert, das muss man zugeben, ist die Zentralbank. Die kann sowas machen. Die kann sie rausdrücken. Siehe Schweizer Nationalbank. Ging schon mal schief. Siehe übrigens jetzt auch große Warnung, Bank of England. Ich warne jeden vor dem Trade Euro-Pfund, den zu lange zu spielen. Weil das kann auch in die Hose gehen. Ja? Da kann es auch mal ganz, ganz furchtbare Spikes geben. Die schießen sie in beiden Marktrichtungen raus. Ja? Kann alles passieren. Also es ist nur die Warnung nochmal, damit man das weiß. Zum Thema Devisenmarkt, auch das zum Vergleich nur ganz schnell, bevor Sie die Trade-Setups sich anschauen. Sie gucken sich den Devisenmarkt an. Es wäre jetzt der Moment gewesen, wo ich jetzt auch noch einen Flipchart zeichne, eine schöne große Kugel. Haben Sie so eine runde Kugel vor sich und das ist der Aktienmarkt. Ja? Der deutsche Aktienmarkt mit dem Leitindex DAX. Ja, schätzen Sie, was da pro Tag so im Durchschnitt so über die Xetra-Plattform Börse Frankfurt gejagt wird? 3,5 Milliarden in den 30 DAX-Werten. Dann haben Sie Nasdaq. Bei der Nasdaq, je nachdem, was es für super Tage sind, sind es meistens so zwischen 35 und 40 Milliarden. Da sehen Sie schon, was für ein mega Unterschied das ist zwischen dem kleinen DAX und so einem Wert wie Nasdaq. Ja? Nasdaq 100. Und bei den Treasuries, also den Staatsanleihen, zum Beispiel allein mal ein Handelsvolumen des Monats Januar 2017, 537 Milliarden. Ein Monat. Und die jeweiligen Devisenpaare wissen Sie, dass das halt eben dementsprechend auf die 5,06. Will ich Sie gar nicht lange mit aufhalten. 2016 der Survey wird alle 3 Jahre gemacht. Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und das ist auch der Grund, warum man, wenn man diese Statistiken sich mal anschaut, warum man letzten Endes dann auch weiß, warum die ganze Welt immer wieder nur auf die Federal Reserve starrt, was die da machen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das von da hinten überhaupt ansatzweise lesen kann.
Nur es geht so weiter. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die 87,6%, die an dem weltweiten Kuchen dieses Tortendiagramms FX-Markt beteiligt sind, dass das alles US-Dollar ist, dann wissen Sie schon, was für eine Dominanz der Dollar weltweit hat. Und wenn Sie dann die restlichen prozentualen Ergebnisse sich ranschaufeln, hier mit Euro 31% und die weiteren, zum Beispiel Pfund, japanische Yen und so weiter, dann sehen Sie, wie verschwindend gering dann auch die weiteren sind im Vergleich zum US-Dollar. Jetzt werden Sie sich wundern, kann der nicht zählen. 100 ist doch schon längst erreicht. Das sind 200%, das Tortendiagramm, weil Währungspaare bestehen ja aus zwei Counterparts, also aus zwei Parts. Ja, deswegen 200%. Die Währungspaare, und das ist unser Baby dann, Euro-Dollar, das liquideste Währungspaar, nicht nur, sondern der liquideste Basiswert, den es überhaupt an Börsen oder an neuronalen Netzwerken, wie auch immer, zu handeln gibt. Es gibt keinen anderen Basiswert, der so liquide ist wie Euro-Dollar. Ja, wenn Sie hochrechnen, wenn der ganze Markt schon 5,067 oder 5,1 Billionen ist, dann können Sie sich prozentual ausrechnen, dass wir bei diesem schönen Währungspaar schon die Billionengrenze locker gesprengt haben. Und da gucken Sie mal, dass Sie sowas hin und her schieben können, mal so einfach. So, die liquidesten Crosses, das sind die Crosses. Ein Cross ist ein Währungspaar, wo kein US-Dollar enthalten ist, wo kein US-Dollar als Counterpart drinsteht. Also Euro, Schweizer Franken, Euro, Pfund, Euro, Yen, sowas sind Crosses. Diese sind interessant, auch für die gilt natürlich wie überall, je geringer die Liquidität, desto weiter und desto höher sind die Spreads. Wieder mal auf die Uhr noch gucken. So. Die wichtigsten Währungspaare, die wir für solche Sachen aktuell uns rausschauen sollten, sage ich Ihnen auch, ist Nummer eins, bleibt Euro-Dollar. Das bleibt unser favorisierter Markt, den wir auch beobachten sollten. Es ist tatsächlich auch das Währungspaar Euro-Pfund, weil das natürlich schon faszinierend, das juckt schon in den Fingern, wenn man die ganze Brexit-Geschichte so aktuell mitverfolgt. Weil da ist viel Spielraum, nämlich zugunsten des Pfundes, vorhanden. Weil das ist schon einigermaßen brutal eingepreist, diese ganze Chaotik da. Sie müssen sich ja mal vorstellen, das Euro-Pfund-Paar war mal bei 0,69, 0,70 vor der ganzen Brexit-Katastrophe. Das war richtig teuer in London. Ja, da gehen Sie in irgendeinen Pub und haben da ein Pint für 6 oder 7 Pfund bezahlt. Ja? Und dann gucken Sie sich das bei 0,70 mal bei der Währungskonvertierung von 0,70 an. Das kann teuer sein. Ja? Und ist nur jetzt ein Beispiel aus dem täglichen Leben, dass man mal so sieht, wie auch Währungen da reinhauen, wirklich reinhauen. Letzte Statistik noch, damit Sie von den Märkten ein Stück weit draußen mitkriegen, wie weit auch US-Dollar von Wichtigkeit ist. Das sehen wir auch an den Aktienmärkten. Allein im Januar, wo wir ja auch beim DAX den Höchststand, den Rekordstand hatten und bei allen anderen Märkten so ziemlich auch, haben wir eine Marktkapitalisierung gesamt von fast 100 Billionen Dollar gekratzt. Also alle Aktiengesellschaften, die draußen gehandelt werden, da ist auch die 1 Billion Apple, alles ist da dabei, die sind zusammen 98,1 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung wert gewesen. Und Sie sehen den Anteil davon, allein 38 sind die USA. So, da gehen wir jetzt schneller einfach mal durch. Das überspringe ich jetzt bis zu dem Punkt der Zinspolitik. Und da kommen wir wieder zu dieser Zinspolitik, die unsere Währungspaare jetzt dann auch weiterhin dominiert. Wenn wir uns in den nächsten 3 bis 6 Monaten und darüber hinaus beispielsweise den Euro-Dollar anschauen, dann gucken wir uns an, was für Themen, Zentralbankthemen, politische, wirtschaftspolitische Themen auf die USA zu rücken. Natürlich, leider müssen wir uns eingestehen, dass das bei uns in der Eurozone aktuell mit Italien und auch ein paar anderen Chaoten, sage ich mal, sehr, sehr, sehr schwierig werden wird, da alles holperfrei über die Bühne laufen zu lassen. Das wird uns auch belasten. Aber es gibt noch ein weiteres Thema, was jetzt nicht auf dem Schirm war die ganze Zeit, wegen den Wahlen in den USA. Und das rückt jetzt bald wieder ran. Wir haben im März 2019 haben wir den sogenannten Auslauf oder Fristablauf dieser Suspension von dieser Schuldendecke. Die hat Herr Trump ja beiseite geschoben. Wir haben da einfach weggekickt. Schuldendecke ad acta gelegt. Wir dürfen jetzt erstmal so weit volle Pese weiter Geld drucken und weiter gegen den Himmel rauschen. Und das läuft im März 2019, wie gesagt, aus. Und diese Thematik wird dann von Interesse sein,
Wenn man nämlich dann wieder sich überlegt, von wegen, was machen wir denn, Jungs? Wir sind jetzt bei 22 Billionen, 23 Billionen, 24 Billionen irgendwann, das geht ja immer weiter so. Wann drücken wir die Bremse oder wie drücken wir die Bremse und wie kriegen wir das zurück? Und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass das in diesem Fall langsam dann auch den Übergang geben wird, dass der Euro wieder in die Richtung auch wieder aufwerten wird. Also das wird in Richtung Dezember, Januar, Februar langsam anfangen. Und der einzige ungewisse Punkt dabei ist leider, muss man sagen, Italien. Es bleibt nicht aus, so ein Risikothema haben wir. Wenn Sie dann sich anschauen, was in den nächsten Monaten danach, in den nächsten Jahren danach auch den USA droht, dann muss man sich das nicht lange durchkalkulieren. Das geht irgendwann natürlich dementsprechend auch schief, weil man immer mehr Zinsen für die Schulden bezahlen muss, bedienen muss, rollieren muss. Und Sie werden sich wundern, das läuft noch eine ganze Weile so gut, weil die USA sind der weltweite Kapitalmarkt. Die können das, weil es ist ihr System. Wir hängen da dran, die Eurozone hängt da dran. Und wissen Sie, was wer da auch noch dran hängt? Die Chinesen. Deswegen wissen die Chinesen ganz genau, sie sind auf Teufel und Verderb, sind sie den USA ausgeliefert. Ja, sonst würden sie den Harakiri-Begriff in Chinesisch, weiß ich nicht, ich weiß es nur vom Japanischen, also würden sie das wahrscheinlich eher dann machen, wirtschaftlichen Selbstmord. Gehen wir auf die berühmten Fragezeichen. Wir haben jetzt alle möglichen volkswirtschaftlichen Bereiche angesprochen, von wegen, jetzt bin ich so schlau wie vorher, wo kommen jetzt die Währungspaare, wo kommen die Setups, wo kommen die Einstiege und die Ausstiege? Wo kommen beispielsweise die Stop-Losses, die Take-Profits? Die mache ich hin und wieder mal bei Guidance oder sowas, ja, das mache ich. Aber ich verkaufe Ihnen keinen Service. Ich verkaufe Ihnen nicht irgendeinen Börsenbrief. Ich verkaufe Ihnen auch nicht irgendwas als Signalservice, sondern ich sage Ihnen nur, wie Sie das ungefähr finden, welche Bereiche Sie abdecken sollten. Und Sie müssen dieses Research tatsächlich, wenn Sie dort auch in diesem Markt ein Stück weit Erfolg haben wollen, müssen Sie dieses Research leider schon selbst machen. Sie müssen sich damit beschäftigen. Denn eines ist klar, wenn jemand allein die 100 Meter in 10 Sekunden läuft, dann können Sie davon mit Sicherheit ausgehen, dass er das nicht gemacht hat, wie er morgen aufgestanden ist und einfach losgerannt ist, sondern er hat trainiert. Er hat viel trainiert. Und das ist auch da so. Es ist eine Arbeit. Und sie ist von morgens bis abends oder manchmal wenige Stunden, je nachdem, wie man das einstellt und für sich selbst machen will. Aber man muss sich schon ein Stück weit dafür selber beschäftigen und dafür auch brennen, für diese Thematik. Einstellung. Wir sind alle Spekulanten. Wir sind diejenigen, die diesen Carry Trade dann lancieren. Wir nehmen uns einen Kredit auf, gehen nach Japan beispielsweise oder bleiben bei uns hier. Eurozone ist ja billig. 0,00 Leitzins, günstigste Kreditbedingungen und dann nehmen wir das Geld auf und führen das in den US-Dollar-Raum. Wir gucken auf das jeweilige Einstiegsszenario und gucken auf die weiteren Markterscheinungen. Und wir schauen vor allen Dingen auch, wo müssen wir für uns selbst die Notbremse ziehen. Auch bei sowas, bei einem mehrere Wochen-Trade, Monatstrade, müssen Sie sowas genauso tun. Sie müssen also für sich selbst entscheiden, wie viel Prozent Risiko will ich dann mit diesem Trade fahren? Positionstechnisch, wie viel will ich riskieren? Ich habe das immer so gemacht, dass ich das visualisiere bei Seminaren. Ich sage Ihnen, das ist die beste Risikogröße. Die visualisieren Sie sich. Die klemmen Sie sich von mir aus an Ihren Trade-Monitor, was auch immer, wo Sie sich den hinklemmen. Und dann sagen Sie sich hier, diese 100 habe ich gerade im Markt, mal als Beispiel. Können auch 1000 sein, ich weiß ja nicht, ich kenne ja Ihre Account-Sizes nicht. Und dann legen Sie sich da hin und sagen, das ist mein Risiko, damit bin ich im Risiko. Und dann bei manchen die neueste Plattform jetzt beispielsweise, Active Trades, haben Sie einen Schieberegler, da können Sie das Risiko schieben und dann sehen Sie, ja, ich bin 50, 60, 70, 80, 90, 100, schieben Sie gerade bis 100, das ist Ihr Risiko dann in der Position. Und dann wissen Sie ganz genau, das ist die 100 Euro Risiko mit der Positionsgröße, da muss ich dann da den Stop setzen. Kann man machen. Aber Sie haben wenigstens vor Augen, das ist mein Risiko. Prozentual können Sie natürlich, wenn Sie einen 50.000 Dollar Account haben oder einen 50.000 Euro Account haben, natürlich andere Größen fahren.
wenn Sie einen 10.000er-Account haben, wenn Sie einen 1.000er-Account haben. Sie müssen also passende Positionsgrößen für sich finden. Sonst machen Sie eines, dass Sie irgendwann den Account plätten. Und das nennt sich ja dann auch das sogenannte Drawdown-Phänomen, dass Sie das immer weiter nach unten fahren. Das heißt also, wenn Sie irgendwann zu viel des Guten investieren, dann können Sie das gleich die Toilette runterspülen. Das wird so enden, wenn Sie das nicht ernst nehmen, das Thema. Aus dem Grund 500er lieber für andere Sachen und dementsprechend mit einem 100er Risiko. Wir machen das also mit dem 100er Risiko und machen auch jetzt das Beispiel des 100 Dollars. 100, wir sind also quasi Euro gegen den Dollar, das ist unser Währungspaar, was wir machen. Und das werden wir durchspielen, dass Sie am Devisenmarkt diesen Carry Trade lancieren. Und das werden Sie beispielsweise in allen Bereichen, zum Beispiel von der Plattform hin, über die Ausführung des Trades bis später zu den Take Profits oder auch sogar den Teilgewinnmitnahmen sehen, dass Sie über mehrere Handelstage dann diesen Swap generieren. Wenn Sie jetzt Short Euro-Dollar sind, an der Stelle gehen wir hier raus in die Plattform. Da haben Sie zum Beispiel die Webplattform, ja. Eine von vielen. Ein Beispielstrade auch drin. Wenn Sie zum Beispiel Euro-Dollar auch noch sehen hier in den Bereichen, können Sie zum Beispiel auf das Chartbild auch mal gerade draufklicken. Und wir gehen auch extra, damit Sie das vielleicht sehen, Sie es besser in weiß. Kann man das besser erkennen? Ich lasse es jetzt einfach mal so. Es geht hauptsächlich um die jeweiligen Einstiegsbereiche, wo man so etwas für sich ein Stück weit mehr erarbeiten kann. Ich nutze Fibonacci Retracements und die meistens im langfristigen Bereich bedeutet für mich ab 4 Stunden, drunter gucke ich gar nicht, ab 4 Stunden aufwärts im 4-Stunden-Tages- und Wochenchart. Und wenn Sie sich beispielsweise die klassischen Fibonacci Retracements anschauen, dann sind Sie bei Langfristchart sind Sie tatsächlich bis hin zu dem Bereich der 1,6030er, wo wir beim Euro-Dollar mal vor vielen Jahren, nämlich 2008 standen, runter bis zum Verlaufstief von 1,0340. Wenn Sie dann beispielsweise solche Fibonacci Retracements dann auswerfen lassen, sich projizieren lassen, dann finden Sie bei dieser Langfristprojektion finden Sie eine Marke, die ganz interessant ist. Die ist nämlich knapp unter 1,26, bei 1,2598, um genau zu sein. Ist also nicht unbedingt ein mega, mega Zufall, dass das Euro-Dollar-Währungspaar in Richtung dieser 1,2598 unterwegs war. Ja, also da sind schon mal so ein paar Antennen, die dann auch Hallo schreien und sagen, so langsam könntest du dich vielleicht mal für dieses Setup auch mal erwärmen, weil es schreit förmlich danach, dass man ein Stück weit das vielleicht anfängt. Das Problem ist, dazu neige ich zum Beispiel, ich nehme meine Gewinne zu schnell mit. Ja, das ist ein klassischer Fehler von mir. Das ist zwar noch ein Luxusproblem, ich nehme Gewinne zu früh mit, ja, aber ich begrenze auch die Verluste wenigstens zeitig. Aber das Problem, das sollte man vielleicht noch ein Stück weit abstellen. Nobody's perfect, das ist mein Fehler. Die Währungspaare, die Sie in der Plattform finden, sind alle mit besten Spreads zu handeln. Sie finden alle Informationen auf der Seite von Active Trades und finden dann auch genau nochmal zum Beispiel, was den Zins angeht, die jeweilige richtige Richtung. Und indem Sie auf die Forex Swaps gucken und die Tabelle sich auch genau anschauen. Da finden Sie die Währungspaare, die Ihnen direkt dann noch sagen, wo Sie long und short sein könnten, um den Zins mitzunehmen. Es ist aber keine Pflicht, dann in diese Richtung zu spekulieren. Euro-Dollar sehen Sie hier zum Beispiel dann, dass wenn Sie short sind, Short Euro-Dollar, Overnight 0,70 jedes Mal vereinnahmen. Das heißt also, Sie müssen sich das so vorstellen, als würde einer nachts dort im System hängen und würde dann letzten Endes, so wie die Männchen, jeweils umschichten wieder in die nächste rollieren, immer Overnight ins nächste rollieren, es immer weiter laufen lassen, es rolliert immer weiter. Und jedes Mal, wo es rolliert, weil es in Ihre richtige Marktrichtung, nämlich Short läuft, kriegen Sie noch einen Zins oben drauf gepackt. Das Ganze, was in Ihren Trade zerballert, ist, wenn beispielsweise aus irgendeinem Event, Federal Reserve Event, EZB Event, plötzlich Ihre Position aufgrund des Kursunterschieds, wo Sie reingegangen sind, zerballert wird. Das müssen Sie vorher einstellen. Wenn Sie schon im Gewinn sind, sollten Sie möglichst, sofern das machbar ist, Ihren Stop-Loss auf den Einstiegslevel schieben. So schnell wie möglich, wenn es wie gesagt möglich ist. Szenarien.
die interessant sind in den nächsten Monaten. Da sind wir tatsächlich, hier ist es eingesortiert in Exotics. Kann man so sich fragen, ob es unbedingt mega exotic ist. Das ist unser Währungspaar hier, der Euro gegen die norwegische Krone. Und es ist das Währungspaar Euro gegen die schwedische Krone. Diese beiden Kronen, norwegische Krone und schwedische Krone, könnten in der nächsten Zeit ein Stück weit aufwerten. Sie könnten, Punkt 1, davon profitieren, dass wir ein bisschen mehr Trubel bekommen wieder, Italien-Thema. Sie könnten aber hauptsächlich deswegen ein Stück weit aufwerten, weil sich die Zinsentwicklung pro norwegische Krone und pro schwedische Krone in den nächsten 3 bis 6 Monaten darüber hinaus positiver entwickelt. Das bedeutet, was zum Beispiel jetzt Schweden angeht. Das Einzige, was jetzt aktuell die schwedische Krone wieder davon abgehalten hat, zu erstarken, ist die katastrophale politische Situation. Die kriegen es nicht gebacken, dort eine Regierung aufzustellen in Schweden. Das heißt also, weil sie es nicht gebacken kriegen, wird wahrscheinlich jetzt eine Regierung neu zu wählen sein. Es wird wahrscheinlich Neuwahlen geben. Und was bedeutet das in dem Moment erstmal? Unsicherheit. Was bedeutet es aber für uns? Das ist vielleicht eine schöne Sache, nochmal neu in den Trade mit einem neuen Setup reinzukommen. Die ganze Zeit sind wir in den Bereichen bei euro-schwedische Krone zum Beispiel der 10, 10,40 immer nahe gekommen. Haben wir im Bereich hier, ja, aktuell um diese 10,30. Ein schönes Einstiegsszenario und damit sind wir zum Beispiel auch mit diesen Trades sind wir zum Beispiel auch in guter Gesellschaft. Ja? Denn die Großbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs verweisen auf ähnliche Setups. Der eine sagt 10,30, der andere sagt 10,45, der andere sagt einen Stop-Loss von 10,45, der andere sagt einen Stop-Loss von 10,60. Dann können Sie sich ungefähr ausdenken, wenn Goldman Sachs und Morgan Stanley da vielleicht drin sind, da gehe ich mit dem Trade vielleicht ein bisschen softer um und lege meinen Stop-Loss mal lieber ein Stück weit da drüber, wo die sind. Ja? Weil es kann schon mal gut sein, dass das da in die Richtung zerballert wird. Sollte man zumindest im Hinterkopf haben. Das sind aber Trade-Szenarien, weil Sie können nämlich, wenn Sie diese Biege dann auch machen, nach unten wieder pro in die Richtung Ihres Trades, also für Ihre Gewinnsituation, dass wir mit einem Kursziel unterhalb der 10 landen. 10 glatt, 9,98, 59, wie auch immer, aber jedenfalls unter 10. Und es sind in dem Fall ja dann schon mal beträchtliche Gewinnchancen, die da drin liegen. Und vor allen Dingen, das müssen Sie sich ja noch gehebelt vorstellen, obendrein. Und im Fall der euro-norwegischen Krone auch noch mit zusätzlichen Zinsgewinn. Das heißt also, bei dem Trade haben Sie das zumindest dabei, dass der Zins, also der Swap, auch noch Ihnen gefällt. Das sieht man zum Beispiel unten hier an diesem Mini, nur im Beispiel-Ding, damit man das mal sieht, wie das überhaupt gezählt wird. Es gibt hier Swap. Da haben wir zum Beispiel jetzt einen Buy, der jetzt noch kurzfristig auf den 89 abzielt. Hat keinen Carry-Trade-Hintergrund. Dann haben Sie beispielsweise, wenn Sie den Trade jetzt reverse, als Short machen, hätten Sie hier im Bereich der Swap-Tabelle einen positiven Swap stehen, weil Sie schon overnight einen Tag jetzt das Ding gehalten haben, hätten Sie dann beispielsweise einen Overnight-Swap positiv eingenommen. Wird am Ende dann gerechnet. Wie gesagt, Pillepalle, das ist ein Demo, ist zur Veranschaulichung, wie das überhaupt alles dargestellt wird. Und die euro-schwedische Krone ist zum Beispiel, wenn Sie den eingehen, wenn Sie den Overnight halten, haben Sie einen minimalen Swap, negativen Swap. Warum? Man glaubt es kaum, aber die schwedische Krone ist noch schlechter verzinst als der Euro, nämlich negativ. Wir haben einen negativen Zins. Genauso wie die Schweizer, genauso wie beispielsweise die Japaner. Und dementsprechend sollte man das für sich auf jeden Fall beherzigen. So, an der Stelle nochmal zurück in die Folie. Na. So. Kosten. Sie sind in der glücklichen Lage, mit solchen Handelssystemen hier mit den minimalsten Kosten diese Dinge abbilden zu können, denn Sie zahlen nur den Spread. Wenn Sie beispielsweise draußen an Aktien denken, kaufen Sie eine Aktie und zahlen für Roundturn 10, 20, 30 Dollar oder Euro, je nachdem, wo Sie sind. Das ist natürlich Wahnsinn, bis Sie das erstmal reingeholt haben. Das ist da nicht der Fall. Sie haben letzten Endes günstige Bedingungen. Und Sie können es quasi, Mrs. Watanabe, das ist das Synonym für den Carry Trader, die japanische Hausfrau, die quasi das Geld verwaltet, der Familienfinanzminister ist. Und bei den jahrelangen Niedrigzinsen in Japan, die immer noch da sind, das Geld im Ausland angelegt hat. Im Dollar, in anderen Dollarwerten und auch in anderen Märkten, wie auch Aktienmärkten.
Setups. Aktuelle Setups, nochmal hier schwarz auf weiß bzw. rot auf weiß. Euro-Pfund-Short, Euro-Dollar-Short, bei Spikes Euro-Neuseeland-Dollar-Short, bei wieder Spikes in Richtung 89, 9,85 Euro-NOK-Short. Interessant auch Euro-Polnischer Zloty, aber auch erst Short ab 4,35 bis 4,39. Interessant GBP-US-Dollar-Short nach einer kurzfristigen Erholung bis 1,35 und wieder abwärts. US-Dollar-Japanischer Yen-Long. Auch da erst wieder long, wenn Sie im Bereich dieser 111 bis 112er Marke wieder nach unten runterfallen. Auch da erst wieder long mit Kurszielen in Richtung 115. Und man wird sich wundern, obwohl die aktuelle schwelende Euro-Krise aktuell wieder ein Thema wird, Euro-Schweizer-Franken-Long, warum das zum Geier? Ja, auch aus dem Grund der Zinsentwicklung. Die Schweizer haben einen Negativzins und sie werden sich in den nächsten 3 bis 6 bis 9 Monaten schon in die Richtung auch bewegen, dass die Euro-Verzinsung, die sich zumindest ein bisschen ankündigt, dass sie das in die Richtung dann eines Long-Szenarios schieben und dass sich dort etwas lohnen wird. Sprich mit 1,15er bis 1,17er Kursen rechnet man da bis Ende 2019. Statistiken habe ich Ihnen jetzt eine selbst live gegeben von Januar 2018 allein, was den Euro-Dollar angeht. Aber ein Beispiel von vielen, eine von vielen hatte ich mal rausgegriffen, wo die Zentralbank von Norwegen solche Sachen machte und es immer noch tut. Und auch der norwegische Staatshaushalt und Staatsfonds, einer der größten, ich glaube sogar der größte Staatsfonds der Welt ist, die solche Carry Trades auch seit vielen, vielen Jahren machen und auch heute noch machen. Zum Beispiel in den jeweiligen Jahren, da wurde ein Beispiel rausgezogen in der Statistik, von 99 bis 2013 hat man hier im Schnitt 5,3% per annum gemacht. 5,3% per annum, denken Sie sich jetzt, das ist ja Pillepalle, nur in einem Zinsumfeld von 0,0 oder minus 0,5% ist das für einen Staatsfonds, der 7, 8, 900 Milliarden im Köcher hat, interessant mit den einzelnen Positionen solche Trades dort zu machen. Wie viel Zeit habe ich noch? Wissen Sie das? Bin ich schon durch? Der Klassiker. Mach nicht den Schulmeister und sag ihnen, das müssen Sie und das müssen Sie unbedingt tun. Aber das sind uralte Sprüche. Ja? Die haben es weiterhin in sich. Das heißt also letzten Endes genau das, was ich Ihnen vorhin sagte. Das hat hier schon Galilei gesagt. Wir können Ihren Menschen nichts lehren, man kann ihnen nur helfen, dass sie das in sich selbst finden. Sie müssen also letzten Endes sich in diese Thematiken echt einarbeiten. Sie müssen sich damit beschäftigen. Sie werden nicht von heute auf morgen FX-Trader, Aktientrader, CFD-Trader. Sie müssen sich schon damit sehr, sehr lange auseinandersetzen. Dann ist es nicht die Plattform schuld, es ist auch nicht der Typ schuld, der da unten am Stand steht und dem was erzählt. Es ist auch nicht ihre Frau schuld, die gerade das Essen schlecht gekocht hat oder wer auch immer, irgendwas ist jemand schuld. Sie sind selbst schuld, wenn Sie beispielsweise in irgendeinem falschen Trade waren oder irgendwo Minus gemacht haben, dickfett Minus gemacht haben und den Verlusten hinterhergeschaut haben. Sie sind in diesem Fall selbst schuld, weil Sie die Taste nicht gedrückt haben und die Verluste begrenzt haben. Oder Sie sind selbst schuld, weil Sie die Plattform nicht genutzt haben, nämlich den Stop-Loss tatsächlich einzugeben. Oder auch beispielsweise den Take-Profit, weil Sie zu gierig waren, dass der Super-Trade wieder in die Verlustzone zurückgerutscht ist. Das sind alles Sachen, die dürfen Ihnen nicht passieren. Das sind letzten Endes menschliche Fehler. Habe ich jahrelang alles gehabt. Alles, war alles da. Verbessere dich täglich. Das sind die Thematiken, die sind immer während. Das heißt, wir haben immer irgendwas, was wir verbessern können, weil Perfektion ist Stillstand. Sobald jemand in einer Sache Meister geworden ist, sollte er in der neuen Sache Schüler werden. Das heißt also, wenn Sie sich irgendwo meinen, gut auszukennen und das vielleicht für Sie ausreichend ist, gucken Sie sich nochmal ein zusätzliches Thema raus, was Sie vielleicht nochmal woanders weiterbringt. Geht in dieselbe Bresche, die größten Meister sind diejenigen, die nie aufhören, Schüler zu sein. Ich weiß, dass man ein Thema wie dieses nicht in 40 Minuten abklären kann. Das wissen Sie auch. Man kann solche Thematiken anreißen und man kann auch mal in die Richtung verweisen, das hört sich vielleicht mal ganz interessant an, da sollte ich mich vielleicht mal länger mit beschäftigen. Das ist eigentlich Sinn und Zweck solcher Veranstaltungen, dass man sich auch mal auf was Neues einlässt. Es ist kein Scalping hier vorgestellt worden, es ist kein Daytrading hier vorgestellt worden, das bedienen andere. Das können Sie alles machen, das ist auch gut. Macht auch Spaß, mache ich auch hin und wieder. Aber der Hauptteil ist, dass es echt wirklich irgendwann mal entspannend ist, auch mal nicht nur
brennend vor dem Monitor zu sitzen und von morgens bis abends darauf zu lauern, zu gucken, um Gottes Willen, meine Position ist kurz davor ausgesorgt zu werden. Das extreme Herzflattern muss auf Dauer nicht unbedingt sein. Sie können es auch manchmal bei anderen Sachen etwas gemütlicher angehen. Also das bietet dieser Markt tatsächlich auch für Sie. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Fragen zu der Plattform haben, wenn Sie Fragen zum Broker haben, dann wenden Sie sich an die Leute von Active Trades, weil ich bin kein Angestellter des Hauses Active Trades. Sie finden sie dort unten direkt am Eingang, gegenüber ist der große Active Trades Stand. Sie werden alle möglichen Plattformen erklärt bekommen. Sie haben mittlerweile ein paar Varianten, die Sie nutzen können. Und Sie werden vor allen Dingen auch erklärt bekommen, wie Sie einen Demo-Account einrichten. Und das ist Herzensangelegenheit, wenn Sie noch nicht aktiv am Trading, mit dem Trading und mit dem Handel überhaupt beschäftigt sind, dann installieren Sie sich eine Meta-Plattform oder nehmen den Webtrader und probieren mit Spielgeld drei bis sechs Monate aus, ob Sie überhaupt finanzmarktaffin sind, ob Sie mit dem Demo-Account Gewinne erwirtschaften können, virtuelle. Denn wenn das nicht der Fall ist, können Sie mir glauben, wird es mit Echtgeld noch viel weniger funktionieren, weil dann kommt nämlich die Psychonummer noch dazu, wenn das nicht mehr Monopoly-Geld ist, wenn es Ihr Geld ist. Das bitte auf jeden Fall beherzigen. Und auch das noch als letztes Wort, wer in einem Trading-Prozess drin ist, hat ein Ziel vor Augen. Ohne dieses Ziel vor Augen werden Sie scheitern mit Ihrem Trade-Setup. Sie brauchen das Ziel. Wo will ich mit dem Trade hin? Ohne das Ziel wissen Sie ja gar nicht, was will ich danach machen. Wie ein 100-Meter-Läufer, der sieht wenigstens die Ziele, der weiß, wo er hin will. Aber der braucht das Ziel, damit er sich anstrengt. Und das ist bei uns auch nicht anders. Wir machen eine Position auch nicht einfach nur so nach Gusto auf und wissen gar nicht, naja, wir nehmen sie bei 1,15, 20 raus. Ach nee, wir nehmen sie bei 1,14 raus. Naja, Hauptsache 0,0 Gewinn. So soll es nicht laufen. Das Jahr 2018 ist noch nicht zu Ende. Es wird spannend, gerade in den letzten Monaten bestimmt nochmal. Ich wünsche Ihnen für das Jahr natürlich nicht nur viel Erfolg, sondern darüber hinaus in 2019 und so weiter. Und wenn Sie Fragen zu Themen haben, wie beispielsweise jetzt hier vorgestellt und auch weitere volkswirtschaftliche Research-Sachen, wir haben hier um 14 Uhr am Stand einen Kapitalmarktausblick für den Bereich FX, Gold, WTI, DAX. Und wenn Sie daran Interesse haben, können Sie gerne um 14 Uhr zum Stand kommen. Ich bedanke mich schon mal herzlich und wünsche Ihnen noch viel Erfolg auf der World of Trading hier. Dankeschön.